Das war schon krank dumm eigentlich, aber ihr seht's jetzt. Yo Leute, was geht ab? Euer Wietz heißt euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute gibt's mal sehr krasse Pranks. Was war da los? Folgendes war los, Leute. Und zwar schreiben wir heute den 1. April, an dem ich das Video aufnehme, also der Tag. Und heute, an dem ihr das Video seht, ist schon der 2. April, also schon einen Tag später. Aber ja, der 1. April ist ja der YouTube-Tag, an dem jeder YouTuber so klickgeile Titel bringen kann, ohne dass irgendjemand sich beschwert. Und ja, da haben natürlich viele sich wieder nicht lumpen lassen. No Hate an dieser Stelle ist ja teilweise auch sehr lustig, muss man sagen, dass es sowas gibt. Aber ich wollte euch mal so ein bisschen, ja, was zusammenfügen und so weiter. Und ich habe kein Schwert, das ist natürlich richtig geil. Ich habe einen Bogen, das ist doch vielleicht gut. Vielleicht können wir damit was reißen. Auf jeden Fall habe ich mir so ein bisschen, ja, was angeschaut auf YouTube und so. Und wollte generell mal so ein paar coole Pranks euch mitteilen und was da so passiert ist. Weil eigentlich, muss man sagen, waren da wirklich coole Sachen. Coole Sachen dabei, wollte ich sagen. Und ja, wir fangen einfach mal an mit Minecraft, weil das passt eigentlich am besten. Es gab auch Minecraft-Pranks, beziehungsweise in Minecraft. Das machen ja immer die Server an irgendwelchen Specials, egal ob es jetzt Weihnachten oder so ist. Und die Lobby umdekorieren oder sonstiges. Und wir finden die ganze Zeit kein Schwert. Was ist da los? Der GommaHD.net-Server zum Beispiel hat sich einfach mal nicht lumpen lassen und hat einfach diesen Banner links, dieses Logo, wenn man joinen will, auf der linken Seite, verändert und einfach umgedreht. Und das haben eigentlich voll viele Server gemacht. Ich glaube, das hat nicht nur Gomma gemacht, das haben voll viele Server gemacht. Ich weiß nicht, wer es zuerst gemacht hat, ist ja auch vollkommen Wayne. Ei, Eisenschwert, nice. Auf jeden Fall hat es der Gomma-Server auch gemacht. Und der Gomma-Server an sich ist generell der einzige Server, von dem ich so jetzt wirklich weiß, was genau da passiert ist ansonsten. Da war einfach die komplette Lobby über Kopf. Also, heftig auf jeden Fall. Wir sind gerade sowieso in der Sackgasse, jetzt müssen wir ein Risiko eingehen. Mann, was ist denn los? Das war aber eigentlich so der unspektakulärste Prank eigentlich, kann man so sagen. Ist halt eine ganz lustige Sache, aber es gab noch mehrere Pranks auf YouTube. Aber eine Sache, die ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Ich habe einen lustigen Kommentar gelesen. Ich musste dich wirklich kaputt lachen. Und zwar unter einem Video von den Losers. Die bringen GTA Custom Maps. Das gucke ich mir immer an, weil ich sehr, sehr feier. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen und Grüße von mir da lassen. Aber was ich jetzt dazu sagen wollte, ich habe diese Kommentare da durchgelesen, weil ich halt gerade nichts zu tun hatte. Und ich lese. Und da war da einfach ein Typ. Ich stelle euch mal die Situation dar, wie so wäre, als, also, wenn das so in Real Life einer sagen würde. So, wisst ihr, was ich meine? Er hat nämlich was geschrieben und ich stelle das Ganze mal so nach, wie das in Real Life so aussehen würde, weil, Leute, das war schon krank dumm eigentlich, aber ihr seht's jetzt. Oh mein Gott, erstmal töte ich den, jawohl. Jawohl, da ist er down. Komm! Ja, Leute, ihr hört mir mal gerade alle zu. Ich möchte euch mal ganz kurz was fragen. Und zwar, wie fandet ihr das Video? Ja oder nein? Ja. So eine Scheiße, ne? Und sowas stand dann wirklich unterm Video. Und normalerweise ist es dann immer so eine Sache, okay, man findet es lustig, aber man ist alleine, man lacht nicht, ne? Ich lese mir das durch, nicht, kam nicht klar. Es gab noch weitere Pranks. Und zwar ein guter Prank jetzt erstmal. Also das fand ich wirklich sehr, sehr gut und einfallsreich. Und zwar hat Justin, ein Bro von mir natürlich, hat ein Video gebracht, wo er Yeezy Boost von Kanye West verlost. Und zwar diese Turtle Dove. Das sind sogar einer der teuersten Yeezy Boosts. Und er hat die einfach mal zur Verlosung, ja, öffentlich gemacht. Also ein Video gebracht, wo er die dann verlost. Und natürlich ist es ein Prank. Aber ich muss sagen, es ist eigentlich so ein Prank, wo man erstmal gar nicht denkt, dass es ein Prank ist. Fand ich sehr, sehr einfallsreich auf jeden Fall. Habe ich gefeiert. Ja, kennt man aber eigentlich gar nicht anders von Justin, muss ich dazu mal sagen. Ich habe noch mehrere natürlich am Start. Und zwar zum Beispiel German Let's Play. Wie jedes Jahr, brauche ich eigentlich gar nicht von erzählen. Facecam oder hat ein Bild von sich gezeigt. So sieht German Let's Play aus. Ist eigentlich nichts Spektakuläres. Ist halt, keine Ahnung. Ist halt irgendwie auch die langweilige Art und Weise, finde ich, weil das irgendwie jeder bringt. Ich habe auch auf Twitter einen Tweet gepostet. So, ah, stimmt ja. Ich hätte mich auch heute zeigen können. Ist mir gerade erst eingefallen, dass ja der 1. April ist. Hätte ich wirklich machen können, aber naja, irgendwie fand ich es dann langweilig. Wird zwar natürlich Klicks geben und so weiter, aber wenn ich selbst das Ding langweilig finde, dann findet ihr es sowieso langweilig. Und deswegen habe ich es nicht gebracht und habe mich dagegen entschieden. Und ja, deswegen habe ich dann irgendwie was anderes gebracht. So, jetzt laufe ich lieber weg, weil sonst bin ich gleich tot. So, dann gab es noch einen Prank im Livestream vom lieben Ungespielt. Da weiß ich noch gar nicht so, was ich zu sagen soll, denn
dieser ist eigentlich noch so gar nicht vorbei. Der läuft jetzt gerade noch neben mir. Ich habe mir den Stream nämlich gerade angeschaut. Ey, und dass wir noch leben, ne? Das ist echt irgendwie spektakulär. Da ist nämlich was ganz, ganz Komisches passiert. Und zwar meinte... Nein, Alter, weg. Weg, weg, weg. Und zwar meinte Simon da noch zu den drei, die da saßen, dass er jetzt einen Prank vorbereiten geht. Das heißt also, die waren im Prinzip so ein bisschen involviert. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das war. Ich kannte die nicht. Aber der ist low, der ist low. Der hat gebrannt. Der kann nur low sein. Ja, wir haben ihn. Sehr schön. Und wir haben das Eisenschwert. Alter, wir gewinnen so eine Runde, ne? Das ist eigentlich wirklich nicht möglich. Komm, komm, komm. Alter, wenn wir das jetzt noch gewinnen. Ja! Huhu! Ja, Mann. So, die drei waren involviert. Alles war eigentlich picobello. Alles war gut. Und Simon geht raus, die waren dann eigentlich nur alleine, haben die ganze Zeit gezockt, Mario Kart. So, und irgendwann später gab es halt irgendwie laute Geräusche von draußen. Ganz unheimlich natürlich, gar nicht auffällig, dass jetzt irgendwie ein Prank durchgezogen wird. Was dann aber kam, war irgendwie ein bisschen komisch, weil Simon, er ist auf einmal reingerannt gekommen. Reingerannt in den Raum und hat, also das war schon 10, 20 Minuten später, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und hat dann geschrien, oh mein Gott, die sind alle tot. Aber er hat halt wirklich so hektisch reagiert, dass von der Stimmlage, von der Tonlage und von seinem Verhalten her, was er da gemacht hat, könnte es halt wirklich sein, also man könnte sich darunter so vorstellen, dass irgendwie der was geprankt hat oder so, aber irgendwas ist schiefgelaufen und irgendjemand hat sich gemault und keine Ahnung, ist halt gestorben durch einen tragischen Unfall so. Wirklich von seinem Verhalten her hätte das so rüberkommen können. Natürlich war es klar, also ich habe mir jetzt nicht gedacht, dass irgendjemand gestorben ist, aber es war wirklich ein komisches Gefühl und es hätte so sein können. Er hat wirklich das so gut geschauspielert, kann man so sagen, aber tot ist halt ein bisschen zu offensichtlich, Leute, kann man einfach nicht anders sagen und dass es direkt danach passiert, war halt wirklich sehr, sehr offensichtlich und dann war es halt die ganze Zeit ruhig. Jeder war irgendwie bei seiner Sache, die drei waren immer noch am Spielen, die haben sich gefragt, ja, sollen wir jetzt rausgehen, was sollen wir machen? Und ja, dann haben die sich überlegt, ja, okay, wir gehen mal raus. Und dann ist aber nichts passiert, weil irgendwie alle waren weg. Die haben Simon nicht gefunden. Bin wiedergekommen und auf einmal war der komplette Stream ruhig. Keiner war nirgendwo in diesem Wohnzimmer, wo die immer... Nein, ich wollte nicht... In dem Wohnzimmer, wo eigentlich immer alle sind, war keiner. Und in den anderen Räumen auch nicht. So, woher weiß man denn, dass in den anderen Räumen keiner war? Die haben nämlich immer mit dieser Fernbedienung umgeschaltet. Und man wusste aber nicht, wer oder was. Also die Kamera hat sich einfach nur immer umgeschaltet, aber keiner war in dem Raum. So, dann auch diese tragbare Kamera, die lag dann irgendwo auf dem Boden, man hat irgendwie so einen Schatten gesehen und alle dachten sich so, hä, was ist los? So, der ganze Chat ist ausgerastet natürlich, wussten, dass es ein Prank ist, die meisten, hoffe ich mal. Und dann auf einmal wurde wieder umgeschaltet und dann wieder zurückgeschaltet und auf einmal war in dem Raum, wo immer alle sind, in dem Wohnzimmer halt, eine... Ah, die drei... Nein. Die drei Personen, die da immer waren, waren da wieder. Ich hab grad... Nein! Auf einmal waren die drei Personen halt wieder da, haben einfach ganz normal weitergespielt. Sehr, sehr schlecht geschauspielert, muss ich sagen. Und haben so getan, als wäre nichts wäre, als hätten die die ganze Zeit gespielt. Irgendwie glaube ich aber, dieser Prank ist immer noch nicht irgendwie vollendet. Weil ich habe immer noch nicht Simon gesehen. Der Stream läuft jetzt gerade links an meinem Laptop noch offen. Zwei Pranks habe ich noch am Start, Leute. Oh, komm. Ja! Alter, wäre ich jetzt gestorben, das wäre sowas von lächerlich, ne? Und dass er mich abschießt, ist noch lächerlicher. Und dass da jetzt noch einer ist, das ist am lächerlichsten. Ohne Witz, das ist am lächerlichsten. Oh, fuck, wir haben wieder überlebt. Alter, das gibt es doch nicht. Zwei Pranks auf jeden Fall nochmal. Eigentlich erstmal was Unspektakuläres. Evive hat so getan, als hätte er einen Lamborghini Gallardo. Ganz lustig, aber natürlich offensichtlich, lieber Evive, dass das nicht stimmt. Dann hat Mr. Trashback noch einen Prank rausgebracht. Da muss ich sagen, war es irgendwie nur wegen... Klicks. Also generell sind diese ganzen Pranks und April-Scherze wegen Klicks und so, ist ja klar. Und auch wegen dem Spaß natürlich. Aber irgendwie hat Mr. Trashback sich einfach das heftigste Thema und das umstrittenste und gehypteste Thema, was es gibt in YouTube Deutschland genommen. Und hat damit irgendwie irgendeine dumme Geschichte erzählt und sich erfunden. Fand ich jetzt nicht so nice. Er hat gesagt, dass er irgendwie mit involviert war bei diesem Gay-Prank und dass er sich das mit ausgedacht hat. Und dass er jetzt voll mad ist, weil Mad Matan sich manchmal meldet oder so. Irgendwie gar nicht so einfallsreich. Keine Ahnung, ich finde es einfach nicht nice. Irgendwie hat mich jetzt nicht angesprochen, war auch 0% lustig oder so. Ja, das waren so die Pranks, die mir so im Kopf hängen geblieben sind. Das wäre richtig nice. Ja, okay, das hat geklappt. Wir haben die Regeneration. Wunderbar. Und jetzt holen wir uns den noch. Und damit war es das auch von dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Checkt auf jeden Fall die Links in der Beschreibung ab.
Ciao, euer Beats.